Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4. Zeit für Freunde mit unserer tollen Lea, die gerade auf Toilette muss. Wir kommen gerade von einer super tollen Hochzeit und uns geht es ganz okay. Uns geht es okay. Oh mein Gott, wir lieben Hans total. Wir haben angefangen, etwas mit Jade zu haben. Ja, ihr glaubt es kaum, aber wir haben angefangen, etwas mit Jade zu haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir waren mit den Mädels unterwegs und dann haben wir auf einmal in der Sauna Techtelmechtelt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Lea, dass du das einfach gemacht hast, weil du möchtest ja eigentlich den Hans wieder zurückhaben. Und was ist, wenn wir einfach... Wir laden den Hans einfach zum Essen ein, oder? Wir laden ihn einfach mal, Wir wollen einfach mal eine Verabredung mit ihm haben, mit Hans. Vielleicht, wird das was. Ja, rufen wir mal an. Oh, lieber Hans, bitte, wie wär's mit einem schönen Date? Wir gehen essen einfach, oder wir gehen einfach nur ein bisschen essen und alles in Ordnung. Also, er weiß nicht, dass es ein Date ist, aber... Wir wissen es. Wo haben wir denn... Warte, haben wir New Crescent was Schönes? Was Schönes, was Schönes? Ach, das wollte ich eigentlich immer noch abgerissen haben. Oasis Springs... Nein, nicht in einen Burger. Wir wollen schick essen. Wir wollen ihm zeigen, dass wir, schicke Sachen machen. So, ja. Magnolia Promenade ist, glaube ich, ein Restaurant. Auf jeden Fall das Schilama. Haben wir echt so wenige Restaurants? Habe ich echt so wenige Restaurants gebaut? Echt, ich habe so wenige Restaurants gebaut. Wieso ist das Frühstück nicht verfügbar? Das ist doch ein Restaurant, oder nicht? Okay, da muss ich noch überlegen. Da muss ich noch mal gucken, was da los ist. Aber dann gehen wir jetzt ins Schilama. Dann gehen wir halt ins Schiselama. Wir können ihn ja mal zur Begrüßung umarmen. Wir umarmen ihn jetzt einfach mal zur Begrüßung. Es ist zwar 20 Uhr. Es ist eine gute Zeit zum Essen. Kann ich hier essen? Ich kenne dich nicht. Hans? Ja, hi. Extra schick angezogen für ihn. Und dann, wenn hier oben auch noch Tische wären, finde ich das richtig toll. Dann lass uns doch, diesen Tisch, oder? Ja, ich möchte dir gerne richtig gegenüber sitzen. Das finde ich toll. So, ich möchte bitte diesen Tisch haben. Und er interessiert sich nur fürs Kochen. Das ist typisch. Oh, er hat sich jetzt auch umgezogen. Ich glaube, ich würde ihn jetzt wirklich bei dem Date darum bitten, sich vielleicht von seiner Verlobten zu trennen. Für mich. Ich weiß nicht, ob er es tut, aber ich würde ihn echt super gerne darum. Darum bitten. Ich hasse meinen Genießer. Ich genieße in letzter Zeit zu oft. Habt ihr das auch? Ich genieße ständig. Oh mein Gott. Einen Tisch bestellen. Ja, danke. Ich weiß, dass das mein Tisch ist. So. So, ich hole uns dann mal beide dieses schöne Getränk. So, dann trinken wir erstmal was.
Sure. Lucci. Bombo for Noosa. Noob. So, dann unterhalte ich mich ein bisschen mit dir. Yibs, Habinka, Quib, Bayume, Doomba, Yakala, Ouch, Blob, Abgor, Sickafish, Yibla, Senzibi, Jalurba, Rinka, Yakala, Wesibu, Ukene, Kapow, Nurchell, Kapow, Gushal, Trimnipenic, Zerba, Bisharibo, Gilnablah, Bool, Sheila. Kann ich ihn nach seiner Freundin fragen? Nee, ne, ich kenne sie ja nicht. Oh, Penive Baima. Oh, Prita. Binfahab. Wasinex. Thelma. Jetzt echt mit mir da mal ein Schritt zusammen. Also das ist wirklich dieses, die einzige Möglichkeit, um herauszufinden. Oh, so dork. Oh, yeps. Buna. Er ist echt klasse. Ich finde es so schön, wenn die beiden wieder zusammenkommen würden. Snibara Watanini. Neebs, Alcha. Karenzi. Bashar. Clark. Fazubonga? Yalig! Mubna! Ein Kompliment. Oh, Jim Wibsy. Ah. Tada! Bonsa Chab. Trigna. Tuga? Oh. Spitzay! Daroy! Oh. Arnaquab Dufa? Yibs. Samba. Jetzt können wir es nicht über Essen reden. Wogrichob? Warba? Ja, Lea träumt immer noch davon, mit ihm zusammen zu sein. Also, ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich nehme die Vulkanpasta. Ich glaube, du willst lieber mal was Ordentliches, oder? Hier das exotische Fischtrio. Pelfinhobero. Lenarg. Bestell ich dir noch mal was zu trinken? Was denn jetzt zu trinken? Nukoi bin verhebt. Dorna! Emka! Möchte bitte noch einmal den haben für ihn. Umfreunde Behana. Amarebe. Noch. Kannst du mich bitte noch mal bestellen? Ich habe auch nichts mehr zu trinken. Möchte bitte auch noch einen haben. Oh, so oft so, hey, hey. Oh. Beringo. Oh, in a web. Ibarra? Wigtown? Ashku. Wir fragen ihn jetzt. Wir fragen ihn einfach. Wir probieren's. Maypick. Larkum Hana? Trennst du dich von ihr? Würdest du das für uns machen? Du hast ja so recht. Ich hab was Besseres als wieder verdient. Oh mein Gott, echt? Du würdest dich... tadellose Tropfen. Oh, Prita! Skuma! Also, wenn du magst, du kannst auch gerne bei mir einziehen. Oh, Zombo! Dann... Jessene Klonkas Rabana! Ha, Floopy! Philbar! Oh, and Fora! Und die beiden verstehen sich so gut, das ist so schön. Oh, Adisa. Benarla. Inika. Yabibo. Yabibo Squad. Drenin. Quahabin. Abenu. Da kommt ja sogar was. Benesh. Blor. Quofa. Orbitani. Pinaru. Jaspa. Tomba Momo. Lumba Clunkus Essanoi. Oh. Ew. Yeah. Galimbo. Oh, es ist so süß, die beiden verstehen sich. Yasinar Bibbid.
Kann ich die auch fotografieren? Mhm. Oh, süß, er fotografiert sein Essen. Shazzle. Oh, Bemäuserfenay. Jetzt müssen wir mit ihm noch über das Essen reden. Ich will nicht mehr über das Essen reden. Jetzt geht's zum Glück. Oh, Grim. Aber, thanks, Arpenoi. Oh, Sensei. Dann reden wir mit ihm nämlich über das Essen. Er liebt ja Essen. Also er kocht total gerne. Noom! Oh, Zilnoi! Porza Zambo! Tonkupo! Roy! Sinaka Yanabi! Nabe! Finosa! Gentiba! Say! Warig! Balanila! Nibna! Nibs! Wabusabe? Ja, wir haben eine goldene Verabredung. Das ist so süß. Guck mal, das auch. Was ist das? Er ist so rot und sie rot und. Oh, die passen einfach so toll zusammen, finde ich. Aha. Oh. Was ist denn passiert? Grau. Mir ist wohl was runtergefallen. Oh. Maypick Yimbara. Okay, ich küsse ihn jetzt. Immerhin, ja, getechtelmechtelt haben sie ja schon. Wir hätten uns dann ja ein bisschen noch zurückgehalten, aber. Sibuna Torbel Farbe. Lissarak. Klaschin. Oh, Wavine. Sie sind sich bis jetzt nicht ein einziges Mal angegangen. Also ich steuere ja nicht alles. Also sie sind ja sehr selbstständig. Aber sie haben sich noch nicht einmal angemeckert wieder. Aflin Wadida. Hey. Sie sind total süß und lieb zueinander. Das finde ich schön. Das finde ich echt schön, dass sie sich so gut verstehen gerade. So, ich schaue mir an und er ist toll. Timba Combo. Wir werden ihm auf jeden Fall nochmal unsere ewige Liebe zu ihm erklären. Lovo Canathori. Farmu Zabor. Belva Shurza. Farmu Zoi. Wanji Nerba. So, ich sag dir jetzt mal Tschüss, ne? Refsi. Ich sag dir jetzt mal auf Wiedersehen und geh, weil ich möchte gerne nach Hause. Und es war echt ein schöner Abend, aber. Tankuba? Urbalva? Es war echt schön, aber. Ja, ich möchte, dass er mir beweist, dass er mich wirklich liebt, dass er sich von ihr trennt. Das ist so mein Wunsch. Ich nehme niemanden mit, oder nehme ich niemanden mit? Niemanden. Ja, jetzt ist es an ihn zu sagen, okay. Ich trenne mich von ihr und dann würde ich ihn höchstwahrscheinlich. Doch einmal. Oh! Ach gut, wir haben es sofort abgebucht. Kein Problem. Also, dann muss er halt auch. Ja. So, du gehst schlafen. Er muss uns beweisen, dass er uns echt liebt.
Mit Schnellexen ist auch gut. Hast du denn deine okay, hast du nicht gemacht. Egal. So, ich mache jetzt alles gerade ein bisschen schneller. Sie ist ja eh auf der Arbeit. Oh, wir kriegen, glaube ich, eine Beförderung. Also, mehr Geld. Oh ja, Gehaltserhöhung. 10 Simoleons mehr. Oh, ist das schön. Das ist aber schön. So, wir gehen ein bisschen tanzen. Ich hoffe, er meldet sich. Ich hoffe, er meldet sich. Ich hoffe, er meldet sich so sehr. Das Haus ist echt süß, aber irgendwie... Das Fenster könnte in der Mitte besser aussehen. Hm? Von vorne so besser aus. So ist besser. Ach, ich stehe momentan darauf, total zu dekorieren und alles. Ich hoffe, er meldet sich. Was machen wir mit Movies? Was machen wir mit Movies? So ein bisschen leiser machen, das musst du mir nicht gleich die Ohren wegsprengen. Bitte melde dich. Weil eigentlich, er hat ja die Merkmale, die wir uns wünschen. Also er ist ein Genießer, er ist ein ordentlicher Bücherwurm, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und Maurice ist halt aktiv, ordentlich und fröhlich. Also, er ist halt auch aktiv. Das wird halt auch einfach zu uns passen. Aber er ist halt so, er würde uns halt durch, ja, durch seinen Bücherwurm, er liest gerne, er ist gerne zu Hause, würde uns ja wieder zurückbringen. So, auf Boden der Tatsache und sagen so, hey, und kann auch mal einfach zu Hause verbringen. Und ich will halt immer los. Ich bin ja ehrgeizig. Ich möchte ja immer was erleben. Und ja, ist eine schwierige Sache. Es ist wirklich eine sehr schwierige Sache. Und er meldet sich nicht. Warum meldet er sich nicht? Warum meldet er sich nicht? Ja, ich weiß. Aber warum meldet er sich nicht? Das Essen. Oh. Oh, nicht schlecht aus. So, für die Küche ist das, glaube ich, echt cool. Also überm Herd. Sieht doch irgendwie cool aus, oder? So ein leckeres Essen. Ah, du wirst heute Abend mit dir Schluss machen. Also heute Abend. Der müsste sich jetzt theoretisch bald melden. Er müsste sich theoretisch bald melden. Ein bisschen Obstsalat. Dann essen wir ein bisschen Obstsalat. Können uns einfach einen Film ansehen. Oh, ich mag irgendwie das Wohnzimmer. Ich finde das total cool. Ich hätte das auch so gern. Es ist nicht unbedingt in Orange, aber so rot oder so.
Genau, schau dir mal einen Film an, setz dich doch irgendwo hin. Ah, du willst dich von da aus gucken. Okay, dann schau von da aus. Ich habe mit Mila Schluss gemacht. Wir beiden sollten etwas zusammen unternehmen, damit ich sie vergesse. Oh mein Gott, das ist ja... Er hat echt Schluss gemacht. Und warum habe ich Obstkuchen in meiner Tasche? Ora Bay. In Jamei Manzo. Ich lade ihn einfach mal zu mir ein, oder? Ich lade ihn jetzt auch mal ein. Stell ihn da mal hin. Stell ihn einfach irgendwo hin. Gemerish Brihe. A Befete Pelka. Benu. Er hat echt mit dir Schluss gemacht. Das ist ja das, was wir uns immer gewünscht haben. Er wollte ja von uns erstmal nichts mehr wissen und hat sich so ein bisschen entgegengestellt. Was? Johnny Schwarz? Der Geist? Der Geist? Oh. Hey. Nabakuzip? Ja, oh, Quink. Shirsha Gebaru. Quinn Harp. Hans ist jetzt wieder Single. Aber er wohnt noch bei seiner Ex mit ihr. Aber er hat, ja, er hat ein Kind mit ihr. Obwohl, wir könnten den Jungen ja zu uns aufnehmen. Gebaru Benu. Shabini Jabbit. Turp Sisto. Das wäre doch eine Sache. Shema Corbett. Freude Behane, Voice Bauer. Er muss da ja jetzt raus. Wir können ihn ja freundschaftlich anbieten, dass er hier einziehen kann. Wir bitten ihn jetzt. Er kann jetzt einfach hier einziehen. Wir holen ihn und sein Kind hierher und dann. Ich kann mir vorstellen, ja, er möchte das wahrscheinlich auch. Unfick, Schraga Nabisi. Gelna Blasch? Cool. Ja, okay. Er zieht jetzt echt bei uns ein, weil er muss doch von seiner Ex weg. Und wir sind uns ja jetzt echt ein bisschen näher gekommen. Und ja, er muss ja erstmal dann raus. Und dann schauen wir, dass wir für ihn so ein kleines Häuschen oder so machen. Dass wir den Fabian und ihn jetzt halt beide rüberholen, dass die jetzt bei uns einziehen. Das Zimmer können wir dann umgestalten in ein Kinderzimmer. Er kämpft bestimmt dafür, dass er sein Kind behalten kann. Dann können die jetzt erstmal echt bei uns einziehen. Ja! Er ist jetzt einfach mal bei uns eingezogen. Und dann probieren wir halt, dass wir für ihn halt so ein kleines Häuschen oder so finden. Das ist für ihn halt echt so ein kleiner. Ach, oh, wir müssen doch das gerne. Ach komm, dann, stellen die Werkbank dann erstmal hier hin und klatschen ihm jetzt erstmal so ein kleines Kinderbett halt einfach hin. Oh, Bett, ne? Bett. Oder ist das? Ach, Kindermöbel. Ja, wir klatschen ihm einfach so ein kleines Bettchen hin. Komm, mit so einer Gitarre oder so, das passt, gefällt ihm bestimmt. Dass der Kleine halt auch wenigstens schlafen kann. Was hat er denn für Fähigkeiten? Er liebt nur mit dem Schlüssel. Ah, Fibalo Noyem. So, dass die beiden erstmal hier wohnen, das ist ja... Oh, hey. Naja, ich würde aber auch mal sagen, ich mache hier an dieser Stelle einen Cut. Ja, jetzt ist er einfach mal bei uns eben eingezogen. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es echt noch schaffen, dass er sich diese Folge von hier trennt. Aber, ist ja auch nicht ganz so schlecht. Er wohnt jetzt erstmal mit seinem Sohn bei uns. Oh, Pimpini. Ja, mal gucken, wie wir mit dem Kind zurechtkommen. Weil wir eigentlich noch gar kein Kind hatten. Wir sind Dag. Single und warum... Warum möchte ich ihn jetzt anschreien? Aber naja, wir werden das dann in einer neuen Folge am Morgen auch erfahren, warum ich sie jetzt anschreie. Aber eigentlich, okay.
Naja, wir werden das mal morgen erfahren. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Ciao, ciao.